Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Factorio. So, ja, wir haben letztes Mal, was haben wir eigentlich letztes Mal Schönes gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben hier unsere Basis ein bisschen verteidigt und ein bisschen Basisverteidigung gemacht. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich wusste es ja nicht, dass ich die Geschütztürme auch außerhalb der Mauer bauen kann. Ja, hat mir ja keiner gesagt. Jetzt ist halt nur die Frage, geht das wirklich so? Soll ich den Kommentar jetzt einfach blind vertrauen? Ich mache es einfach mal. Ja, wir werden die Mauer außen bauen, das passt mir eh besser, weil dann habe ich da innen ein bisschen mehr Platz und... Oh. Und ja, wir werden dann eh gleich mal sehen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Mal gucken. So, einfach mal rundherum gebaut. Die andere Mauer reißen wir dann schön weg. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, weil ich bin mir da nicht sicher, weil die Mauer ist doch echt ein bisschen hoch, ja. Und ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das geht. Aber egal. Ich vertraue euch einfach mal und deshalb machen wir es jetzt so. So. Und rüber da. Zack. Ja gut, und da oben müssen wir dann... Was wäre das? Hast du da etwa einen Feind gesehen? Da müssen wir eh noch einen Geschützturm hinbauen jetzt. Haben wir noch Geschütztürme? Weiß ich nicht. Egal. So, dann machen wir hier nochmal einen. Also bauen wir den noch ein bisschen ein. Und gut, wobei, Moment, das machen wir dann eh so. Oder wie machen... die Tür. Moment, Blödsinn. Die Tür muss ja... Da kommt die ein bisschen nach unten. Okay, der Durchgang, das ist ja... Das muss ja hier so bleiben. Oder? So, okay, Geschützturm hier. Zack. Und hier, komm, ich würde sagen, die Hälfte Munition packen wir rein. Und da unten bauen wir noch einen Geschützturm. Haben wir noch einen Geschützturm? Da. Ja, können wir 7 bauen. Sehr schön. Ja, gut. Und dann schauen wir mal, was heute so ansteht. Also ich muss jetzt die andere Wand noch wegreißen. Wie gesagt, ist mir prinzipiell ist das eh nicht so schlecht, weil dann habe ich zumindest ein bisschen mehr Platz hier. So, der eine Geschützturm scheint. Ja, der ist fertig. Sehr gut. Und einmal die Munition rein. Gut. So, und ich bin jetzt gespannt, ob das so funktioniert oder nicht. Ich vertraue euch da jetzt einfach mal. Dass die auch schießen können über die Mauer drüber. Ja. Sonst wäre doof. Aber wir werden sie bald sehen, weil die kommen sicher bald mal und greifen wieder an. So, also gut. Heute müssen wir eigentlich fast unsere Kupferproduktion ein bisschen optimieren. Weil hier die Eisen, das haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut gemacht. Aber die Kupfer, die ist immer noch ein bisschen doof da oben, behaupte ich jetzt mal. Und übrigens, weil auch die Frage aufkam, warum ich denn die Ernte so nah zusammensetze, das hat einen ganz einfachen Grund, Baueffizienz, also mir gefällt so besser und im Endeffekt sind die dann irgendwie effizienter, finde ich, weil dann können sie ein paar Felder quasi beidseitig abernten und die Felder sind schneller abgeerntet und ja, ich muss nicht so oft runter und irgendwie was verbessern oder ausbauen oder so, darum mache ich das so. Ganz einfach erklärt. Ja, gut, okay. Also die Kupferproduktion verbessern. Das wird nämlich jetzt echt eine schwierige Angelegenheit. Ein schwieriges Unterfangen. Stimmt, da baue ich ja effizient Mauern. Es wird ein schwieriges Unterfangen, deshalb... ja. Deshalb müssen wir es angehen. Können wir denn schon? Nein, können wir noch nicht. Was machen wir eigentlich gerade? Kugelfeuerrate. Okay. Gut, ich versuche... Oder wo bauen wir denn dann die Schmelzen hin? Die könnten wir eigentlich hier hinbauen. Obwohl, jetzt ist hier blöderweise genau der Ding im Weg. Die Geschichte im Weg. Und wir machen ja... Nee, die müssen wir größer machen, haben wir gesagt. Viel größer. Oder haben wir da drüben? Wir könnten eigentlich auch hier drüben so ein Kupferfeld anzapfen. Obwohl, das ist auch doof. Nein, wir müssen schon das nehmen. Also müssen wir wirklich... Ja, in Wirklichkeit, wir müssen gucken, dass wir den Wald hier irgendwie schnell abroden. Moment, das könnten wir eigentlich hier... Eigentlich könnte man das mit der Schrotflinte machen. Hey, wir töten Bäume! Die Frage ist nur... Ich weiß ja nicht, das ist hier... Ach ja, das Problem ist natürlich... Oh, oh nein, ich werde angegriffen. Okay. Das Problem ist ja nur... Nein, nicht, ich wollte das nicht weg... Ach, ich Trottel. Sorry, Leute. Das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte ja eigentlich... Wollte ich das nur reparieren, das Zeug. Jetzt habe ich nämlich kaputte Masten im Inventar. Das ist das Beste, was man haben kann. So. Und eine kaputte Lampe haben wir auch im Inventar. Die setzen wir hier wieder hin.
So, also offensichtlich, die Geschütztürme, die können da drüben außerhalb der Mauer abwehren, behaupte ich jetzt mal, dass das funktioniert hat. Boah, aber so werden wir wirklich arm. Ich weiß nicht, soll ich das wirklich so abernten? Ich glaube vorerst. Oder momentan, wir brauchen noch nicht wirklich die verbesserte Kupferdingens, weil es ist, momentan geht es ja echt noch ganz gut. Wir haben echt noch genügend, mehr als genug Kupferplatten hier auf Halde. Von dem her wäre vielleicht sogar nicht schlecht, wenn wir... Achso, nee, können wir noch gar nicht. Wir können die nächste Ding noch gar nicht machen. Die nächsten hier Wissenschaftspaketstufen. So, ich gucke jetzt darunter, was da jetzt an Schaden entstanden ist. Aber nee, das sieht gut aus. Okay. Die Wände sind alle noch ganz. Ja, wunderbar. Wir haben das schön abgewehrt. Sehr gut. So gefällt mir das gut. Können wir denn eigentlich schon... Nein, wir können nur normale Munition. Ach, wir könnten uns natürlich auch mal eine Rüstung bauen. Komm, das machen wir auch gleich. Dann sind wir ein bisschen... Oder wir hätten uns eigentlich eine... Warum haben wir jetzt eine leichte Rüstung gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, warum wir uns jetzt eine leichte Rüstung gemacht haben. Wir hätten uns eigentlich gleich eine schwere machen sollen. Naja, egal. Wir haben genügend rote Förderbänder. Das ist gut. Wir bräuchten auch noch ein paar... Genügend von denen. Ja. Das packen wir hier rein. Das brauchen wir dann nicht. Das brauchen wir unten auch nicht. Ja, also ich bin überfordert, was wir machen sollen. Machen wir einfach Schluss für heute, oder? Komm, wir haben es eh schon geschafft. Nee, natürlich nicht. So, wir könnten... Ich möchte da ehrlich gesagt nicht unbedingt gleich... Moment, jetzt muss ich mal schauen. Kann ich denn? Nein, kann ich noch nicht. Ja, ich bin überfordert. Was machen wir? Oh mein Gott. Große Strommasten vielleicht. Große Strommasten habe ich auch noch keine. Komm, machen wir da gleich mal 8. Weil die großen Strommasten brauchen wir auch relativ oft. Hier, oh schön, Holzkiste, voll mit Stahlträgern. Wir könnten natürlich die optimale Kupferabbau-Ding auch schon hier oben bauen. Wobei ich das ja lieber drunter hätte. Weil ich nicht weiß, ob ich das noch ausbauen will hier eventuell, dass hier noch eine vierte Linie rankommt. Ah, das ist jetzt eine... Ja, weißt du was, ich baue das jetzt hier hin. So machen wir das und ich glaube, ich habe das mit Hochöfen gemacht, oder? Braten wir noch irgendwo Steine? Da unten nochmal, oder? Nee. Warum braten wir... wo haben wir unsere normale Steinbraterei? Ich bin leicht verwirrt. Ach nö, Cloud, du und verwirrt, das ist ja ganz was Neues. Ja, ich weiß, danke, Leute. Vielen Dank. Ja, okay, nein, wir haben definitiv... Keine Steinbraterei mehr. Würde ich sagen, machen wir das da unten. Damit wir zumindest normale Ziegelsteine brauchen wir nämlich auch durchaus dann und wann. Ja, es ist jetzt nicht so. So, deshalb hier einmal in eine... Ja, das war jetzt sehr klug so. Wir haben hier noch ein paar Öfen. So. Eigentlich könnten wir gleich mehr machen, oder? Da müssen wir die Lampe leider wegreißen. So. Einmal das da. Ja, ganz toll. Ganz toll. So. Wir müssen ja irgendwie die Kohlestücke da auch noch raufbekommen. So. Achso. Strom brauchen wir natürlich auch und da müssen wir die Kohlestücke, wobei die könnten wir ja da oben schon rauflegen. Ja gut, es wird schon, es wird schon. So, dann würde ich sagen, da einen Greifarm da raus und ja, wieder verwirrt hier ein bisschen. Einfach wieder random, irgendwie komisch herumgebaut, weil es ja egal ist. So. Zack und zack und zack und wunderbar. Weil wie gesagt, Stein, das ist jetzt was, das brauchen wir schon auch oft. Ist jetzt nicht zu unterschätzen. So, und dann einmal hier in die Kiste rein. Ja, und ich weiß, ich könnte natürlich normale nehmen, die... Oh, sehr schön. Kugelfeuerrate 3 erforscht. So, Landaufschüttung brauchen wir nicht. Eisenbahnen wäre praktisch, aber noch nicht. Automobilität.
Ja, ich weiß nicht. Nein, das auch nicht. Sollten wir vielleicht Schwefelverarbeitung machen? Ach, wir hätten ja auch schon Flüssigkeitsverarbeitung. Oder fortgeschrittene Elektrotechnik, weil dann würden wir hier das blaue Wissenschaftspaket erhalten. Oder Beton. Stromnetze 2. Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Ach, ich würde sagen, komm, fortgeschrittene Elektrotechnik machen wir. So, gut. Sehr schön, weg damit. Weil wir brauchen die besseren Öfen für unser Vorhaben. Dass wir da oben eine kupferverarbeitende Industrie machen. So, wir können aber eigentlich auch noch ein paar so Forschungsdome machen, weil ich glaube, wir haben genügend Forschungspakete, erhalten wir genügend. Von dem her sollte das eigentlich ganz gut passen. Packen wir hier noch ein paar hin, damit die Forschung ein bisschen schneller geht. Ich muss mal sagen, zum Glück greifen die uns erst nur von da unten an. Da bin ich sehr froh drüber. Ich merke gerade, ich habe noch hier noch ein bisschen Stein, den ich eigentlich da reinwerfen kann, weil warum trage ich so viel Stein im Inventar herum? Weiß man nicht so genau. So, ein neuer Forschungsdom. Warum haben wir da eigentlich die gelben? Komm, ich mache überall die blauen, weil ich kann es mir leisten. Sagt er jetzt noch und dann jammert er wieder, wenn er keine Energie mehr hat. Ja, so bin ich, Leute, ihr wisst ja. So. Und ein so ein Forschungsdom da unten dann noch. Kann ich die eigentlich? Ja, die könnte ich sogar beschleunigen. Okay. Aber wir haben leider noch nichts zu beschleunigen. Ah, die greifen. Oh, Moment. Verdammt. Ja, jetzt habe ich es natürlich verschrien. Jetzt greifen die mich da unten auch noch an. Ja, ich muss die Mauern bauen darum. Haben die mich. Alter. Ich muss eine Mauer bauen, die nur ich durchschreiten darf. Oder nicht mal nur ich. Moment, das machen wir anders. Machen wir das genau. Wie weit kann ich da eigentlich rausfahren? Okay. Machen wir so. Top, 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 top. Gut, dann haben wir hier auch eine Mauer. Ich baue die einfach mal hier. Ich lasse die hier dann enden. Und eigentlich muss ich bin ja eigentlich doof, weil es reicht ja, wenn ich die bis hierher mache. Oder? Ja, weil dann komme ich auch nicht mehr durch. Genau. Nein, nicht. Jetzt habe ich die Wasserpumpe abgebaut. Warum? Warum? Wo ist sie? Wo ist die Wasserpumpe? Da ist die Wasserpumpe. Das wäre ein bisschen blöd. Gut, jetzt komme ich hier durch. Das ist natürlich eher suboptimal. Komm, das sieht gut aus. So machen wir das. Ja, das ist schön. Schön, schön. Da. Wie sieht es eigentlich hier strommäßig aus? 12 mal, also wir können knapp 11 Kilowatt, ein bisschen weniger machen. Also 11 Megawatt. Ich könnte das eigentlich gleich mal wieder ausbauen, oder? Ich weiß ja nicht. So, wie sieht es hier aus? Forschungsdom-mäßig einen machen wir noch. Sehr gut. So, zack und ran. Aber ich denke, rein von den Forschungspaketen sollten wir echt genug haben. Nee, und ich lasse das Kupferzeug jetzt echt auch, bis wir das wirklich. Ja, bis wir das wirklich erweitern müssen. Man sieht, momentan produzieren wir echt noch genügend Kupferplatten. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. So, komm, jetzt packen wir hier noch ein paar Lämpchen hin. Und wir erweitern jetzt auch unsere Bänder hier. Weil es wird bald wieder ein, ja, es wird bald wieder eine Erweiterung geben müssen für unsere ganze Fabrikanlage. Denn bald haben wir fortgeschrittene Elektrotechnik und können dann blaue Wissenschaftspakete machen. So, deshalb machen wir da gleich mal
Ja, wir erweitern das jetzt einfach wagemutig ein Stückchen weiter nach rechts. Da ist übrigens ganz viel Kohle und das müssen wir auch gleich mal anschließen, weil das Problem ist, das Kohlefeld geht uns jetzt im Weg. Ja, weil da müssen wir dann drüber. Und das geht uns jetzt im Weg und das ist natürlich eher suboptimal. So, wir könnten eins machen, wir werden die Lampen, glaube ich, vielleicht doch in einem schönen Abstand irgendwie bauen. Wobei die gehen und... Oh, cool, ich habe das erforscht, okay. So, Bergbauproduktivität 1 verfügbar. Elektromotor können wir jetzt auch machen. Staplergreifer, der wäre eigentlich interessant. Der ist nämlich noch ein bisschen effektiver. Lasertechnik, keine Ahnung, aber... Ah, da kann ich dann Laserabwehr. Vielleicht machen wir das. Wobei das andere, das braucht dann militärische Geschichten. So, aber jetzt gucken wir mal, was wir jetzt für die blauen Dinger brauchen. Und ich sehe da oben Gegner. Das bedeutet, die werden bald hier sein und werden uns bald angreifen wollen. Was brauchen wir für das blaue Wissenschaftspaket? Ach ja, erweiterte Motor, erweiterte Schaltkreise und elektrische Erzförderer. Erweiterte Schaltkreise, Kunststoffstangen. Und die da brauchen wir Kohle und Flüssiggas. Das bedeutet, wir müssen, damit wir das angehen können, müssen wir schon mal Gasreserven irgendwo finden. Ach, das ist jetzt doof, dass wir genau in unserer Basis haben wir das Öl. Es ist jetzt ein bisschen doof. Das bedeutet, wir müssen eigentlich in unserer Basis umbauen, sonst werden wir das sowieso nicht schaffen, dass wir hier das Öl fördern können. Für die Dinge. Das ist jetzt doof. Weil wir müssen Ölverarbeitung schon mal machen, damit wir Kunststoffstangen bauen können. Das Zeug ist genau hier. Ist das hier drunter? Ich zoome ein bisschen ran, ja, nee. Nee, ist hier, okay. Nämlich genau bei den Wissenschaftssachen und hier bei der Mauerabwehranlage. Also die könnten wir dann eigentlich, die Öfen könnten wir dann eigentlich nach oben irgendwie bauen, oder? Warum habe ich die eigentlich da so komisch? Ich verstehe es nicht. So manchmal, ja, ich muss hier leider freimachen. Es hilft alles nichts. Ich muss hier freimachen. Weil ich brauche das Rohöl. Gut, wir könnten eigentlich mal mit einer Pumpe ja anfangen. Boah, wo bauen wir das dann hin? Wo bauen wir das da hin? Ich will hier ehrlich gesagt nichts hinbauen, weil ich weiß nicht, ob mir das nicht später im Weg geht, wenn ich das vielleicht erweitern will. Ja, so wie ich hier nichts hinbauen will, weil vielleicht will ich da dann auch erweitern. Gut, ich meine, man kann das immer ändern, aber ich würde sagen, komm, das Ölzeug, das bauen wir hier hin. Heie, oje, oje, können wir schon eine Öl... Rohölförderpumpe, wir brauchen hier, ja, Rohre und dazu fehlen uns hier ein paar Eisenplättchen. So, dann krallen wir uns gleich ein paar Eisenplättchen. Ui, sehr schön, es hat leicht geleckt. So, eine, komm, weißt du was, wir machen zwei. Und Chemiefabrik, ne, eine Ölraffinerie brauchen wir. Kann ich eigentlich bei den Rohren, ja, ich kann die schon bauen, gut, da bin ich froh. So, schön, dass wir hier genügend Steinchen haben. Ja, im Endeffekt, ich reiße jetzt mal die beiden, also einmal hier. Und die zweite kommt dann da oben hin und ich muss ein paar Rohre bauen. Ach, und ich habe rote Dinger, die ich da reinpacken kann. So. Die zweite Pumpen... Einheit, was? Wir haben schon wieder einen Angriff. Ja. Zwei Türme sind in einen Kampf verwickelt. Ja, jetzt aber nicht mehr, oder? Ich sollte vielleicht kurz die Türme ein bisschen wieder nachfüllen. So. Ach ja, stimmt. Und ich brauche ja bald hier auch wieder... Moment, da muss ich... Das muss ich jetzt kurz ändern. Sobald wir die unterirdischen... Warum stacken die eigentlich hier nicht? Ich möchte hier schon, dass das... Genau das Zeug will ich. So, nach unten. Das brauchen wir. Die gelben brauchen wir gar nicht mehr. Und diese Kisten brauchen wir da auch da oben nicht mehr. Und alles raus hier. Ja. So, und jetzt muss ich nämlich einmal da den da machen, damit ich da durchlaufen kann. Einmal nach unten und wieder nach oben. Ist zwar überhaupt nicht kostenintensiv... kostensparend, aber was willst du machen? 200 sind zu viel. Moment, 200 sind zu viel, 100 reichen auch.
Da sind noch 99 drinnen. Da sind noch 95 drin. Gut. Okay. Sollten wir irgendwann mal automatisieren, beziehungsweise ist die Frage, ob wir vielleicht nicht dann bald auf Dinge umstellen, die einfach keine Munition brauchen, sollte es ja auch geben. Wie gesagt, ich habe mit Rüstungszeug nicht so viel Erfahrung, aber sollte es, denke ich, geben. So, gut, wir brauchen definitiv mehr Rohre, da können wir gleich wieder ein paar bauen. So, also die Pumpen, die das Öl pumpen. So, gut. Einmal da runter und da wieder raus. Ne, das war doof. Die müssen wir... Moment, das machen wir anders. Wir sparen da auf jeder Seite. So, da. 1, 2, 3. Gut. Weil dann können wir nämlich das dann wirklich hier schön erweitern. Weil wir müssen irgendwann mal eine zweite Seite auch noch anfangen mit den Wissenschaftspaketen. So, gut, und wir machen hier die Ölverarbeitung. Können wir jetzt schon eine Ölraffinerie bauen? Nein, es fehlt an Eisen. So, haben wir jetzt genug Eisen? Ja. Wir bauen gleich zwei. Und die können dann hier grundlegende Ölverarbeitung und da kommen drei Sachen dann raus. Da kommt Schweröl raus, Leichtöl und Petroleum. Flüssiggas. Ja, und das Problem ist, wir müssen alle drei müssen wir irgendwie abführen, weil sonst haben wir ein Problem. Ja. Und damit der ganze Spaß funktioniert, brauchen wir Fässer auch. Eieiei, es ist schwierig. Ich würde sagen, für Fässer bauen wir hier einen Kreislauf, weil Fässer kann man immer, also Fässer, die, das ist immer irgendwie so ein ewiger Kreislauf. Wobei die Frage natürlich ist, ich will jetzt nicht für jede Art hier ein eigenes... Ach hey, das wird schwierig. Schwefelverarbeitung. Was machen wir jetzt als nächstes? Forschungsgeschwindigkeit 2. Nee, lieber nicht, weil das geht mir so schon viel zu schnell. Schwefelverarbeitung. Schwefelsäure. Ja, komm, machen wir mal Schwefelverarbeitung. Ich bin jetzt echt am Grübeln, ob ich nicht für die... Schweröl, Leichtöl und Flüssiggas, ob ich da nicht, oder ob wir da gleich Festbrennstoff dran, nee, das brauchen wir ja, das Zeug noch alles irgendwie. Wie gehen wir das am besten an? Also ich brauche jetzt auf jeden Fall für Kunststoff brauchen wir Flüssiggas, ja. Also wir müssen auf jeden Fall mal Flüssiggas, ja, wir müssen die eh alle drei füllen. Die Frage ist nur, wo packen wir die hin? Irgendwo müssen wir ein Lager für unsere Chemiefässer machen. Ich würde mal sagen, das machen wir da oben dann irgendwo. Da hinten. So, wo sind meine zwei Chemiefabriken? So, hier. Gut, also dann... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Brauche ich da... Für normale brauche ich ja nur Öl. Okay. Gut. Zweimal. Da machen wir auch normale Ölverarbeitung. Strom ran. Eigentlich wäre es besser, wenn wir da ein bisschen mehr Abstand lassen würden. Oh nein, er verschwendet das ganze Öl in der Pipeline. Ja, das ist richtig, aber hey, who cares? Scheißegal. Kriegen wir da noch ein bisschen mehr Abstand raus? Hier mit dem Ding? Das geht eh maximal bis hier. So, also gehen wir uns da definitiv nicht gegenseitig im Weg. So, okay. Vielleicht verfolgen wir auch später einen anderen Ansatz, dass wir für jedes dieser Wissenschaftspakete die Produktion in einen eigenen Bereich quasi hinbiegen. Das wäre dann Zukunftsmusik, aber jetzt vorerst probieren wir es mal so. So. Gut, dann einmal hier die Energiezufuhr. Das ist so seitlich dran auch doof. Machen wir hier. So, und dann hier kurz mit einer Verbindung. Okay. So, jetzt beginnt das schon zu werken. Jetzt ist das Problem, wir brauchen definitiv viel, viel mehr Pipelines. Und
eigentlich auch viel, viel mehr von denen. Weil die Schwierigkeit ist jetzt, wir müssen jetzt hier von dieser Raffinerie mit drei Dingern weg, ja. Ach, das haben wir echt ein bisschen blöd designt hier, muss ich sagen. Ah, das wird schwierig, das wird schwierig. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir brauchen das Zeug mal, dann haben wir es im kleinen Rahmen. Das können wir ja immer noch besser und größer machen. So. Gut, dann haben wir ein bisschen ausgeerntet. So, also das, die machen wir ganz, 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 ganz klein. Also hier. Zack, sehr schön. Ich mache das jetzt momentan bewusst nicht... Na toll, das haben wir gut gemacht hier mit dem... Ich mache das jetzt nicht sonderlich skalierbar, also erweiterbar, weil, wie gesagt, am Anfang uns reicht das jetzt hier sicherlich völlig vorerst mal. Das Gemeine ist ja auch, wenn man die Flüssigkeiten nicht abliefert, ja, also wenn die nicht wegtransportiert werden, dann produziert der auch das andere Zeug nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem. So, jetzt brauchen wir mindestens noch eins von denen, aber ich mache gleich zwei. Weil die brauchen wir, um die Flüssigkeiten dann auch zu füllen. Und jetzt haben wir ein Problem, wir haben noch keine Fässer. Und die könnten wir... Boah, mir geht das... Das geht mir echt massiv im Weg hier. Es geht mir schon ein bisschen im Weg. Komm, wir machen das anders. Das dann nach unten. Alles nach unten. So, dann können wir nämlich hier... Den einen, den reißen wir weg, weil der geht mir sowieso im Weg hier. So. Oh, da liegt eine Kohle rum. So. Und dann hier noch einen Output für... Ihr werdet es gleich sehen. Jetzt bin ich doof, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das geht. Oh nein, wie geht das denn? So. So. Man ist zwar eben ein bisschen übertrieben, aber... Komm, wenn, dann haben wir schon überall dasselbe Design. Und zwar hier müssen wir Fässer bauen. Ach, ich Trottel, ich brauche für leere Fässer ja nicht das, sondern ich brauche da was anderes. Na super. Okay. Stimmt, wir brauchen für leere Fässer ja Stahlträger, aus welchem Grund auch immer. Gut, dann könnten wir aber eigentlich... Ich würde sagen, wir reißen jetzt hier mal das weg, oder? Weil wir brauchen das echt auf der Seite nicht mehr. So, weg damit, weg damit, weg damit, alles weg damit. Es reichen die da unten. So. Gut, wir könnten Folgendes machen. Und zwar... Wir machen den da. Dann kommt hier ein Filter dahin, der nur Kohle nach oben legt. Boah, das wird so ein Pfusch hier. Und hier, dass der nur, also der die da nach unten legt. So, genau, jetzt haben wir die beide hier drauf. Und wenn wir die jetzt hier verarbeiten. Ich weiß, ich habe da hinten auch noch Stahldinger. Dann kommen hier Stahlträger raus. So. 1, 2. Oh, Schwefelverarbeitung. Schön. Komm, wir machen Militär 2. Ja, wir machen Militär 2, weil dann kann ich hier die grauen Wissenschaftspakete bauen. Dann bin ich hoffnungslos überfordert bald. Hoffnungslos überfordert. So, und jetzt müsste da eigentlich... Müssten die Stahlträger rauskommen. Ja. Sehr gut. Und die brauchen wir nämlich... Um ein anderes wichtiges Produkt zu bauen. Oh nein, ich habe keine schnellen Greifarme mehr. Boah, das ist jetzt schnell gegangen. Warum ging das jetzt so schnell? Also nur 20, 100, 50. Komm, wir machen jetzt mal die billigen. Alles, was unter 100 ist, forschen wir jetzt mal schnell. Und ich merke gerade, die Kiste geht mir jetzt auch ein bisschen im Weg. Die Rohholzkiste, die packen wir dann bitte hier hin. Sollte mir irgendwo einen Platz definieren, wo ich so ein generelles Lager habe. So, und dann als nächstes... Geht sich das aus? Nee, da müssen wir... Wo machen wir denn das Ding hin?
Boah, ich bin echt überfordert. Ich komme mit dem Platz überhaupt nicht mehr klar hier. Ich komme überhaupt nicht mehr klar mit dem ganzen Platz hier. So, das da durch, dann geht sich das aus. Ja, das geht sich, nein, das geht sich nicht aus. Okay. Gut, so richtig schnell sind die hier aber nicht, muss ich sagen. Gut, wobei, so viel Fässer brauchen wir eh nicht. Wir können die Fässer aber auch einfach hier machen. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Das Problem ist aber nur, nee, wir müssen für... Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist echt nur, wir müssen fast für die Fässer hier so einen Kreislauf machen. Oder irgendwo so ein Fasslager. Gut, das könnten wir eh auch hier machen. Komm, dann machen wir hier die Fässer. Und ich muss mir... Ja, Lager sind echt immer schwierig zu machen. Hier bei Factorio. Komm, wir machen hier Fässer. Ne, das geht mir hier im Weg mit dem Wissenschaftsding. Ach ey, mir bereitet das jetzt schon alles Kopfzerbrechen. Wie sollen wir da jemals dann irgendwann mal was Vernünftiges bauen können? Nein! Es ist alles viel zu kompakt hier. Gut, eigentlich wird es hier ganz gut hinpassen. Komm, wir bauen es jetzt einfach hier hin. Eine Fassfabrik. Da müssen nur die Stahlträger da einmal unten durch. Oh, cool, Landaufschüttung. So, 75. Ja, komm, machen wir Eisenbahn, weil es egal ist. Aber wir bauen, ich sag's euch gleich, noch wird keine Eisenbahn gebaut. Das dauert noch ein bisschen, bis wir eine Eisenbahn haben. Für alle, die sich jetzt schon gefreut haben. Nee, nee, so schnell geht das nicht. So. Und einmal untertunneln. Können wir da? Kommen wir da eigentlich? Nee, da kommen wir natürlich nicht durch. Das ist ja blöd. Gut, dann müssen wir... Nein, dann müssen wir anders, weil ich möchte da natürlich nicht bei den Wissenschaftsdingern im Weg gehen hier. Ah, wie es aussieht, die haben wir genügend Mauern gesammelt. Haben wir schon gebaut, okay. Was ist hier eigentlich? Warum? Ist das jetzt der Strom weg? Nee, der Strom kommt von irgendwo anders noch. Die Aussage des Jahres auch übrigens, nur der Strom kommt von irgendwo anders noch. Ich habe keine Ahnung von woher, aber irgendwoher kommt er schon noch. Hey, ja, wir haben alles unter Kontrolle. Das habe ich jetzt auch nicht unbedingt ideal gemacht, wenn ich da schon das vorbehalten will für das da, weil dann müssen wir das nämlich so machen. Ja, wir müssen ja mit den anderen Wissenschaftsdingen da ja auch irgendwie durchkommen. So, dann machen wir hier den da ein bisschen nach unten. Obwohl... Brauchen wir ja gar nicht. So, 1, 2, 3. Ah, das dauert... Alter, das dauert lange. Das dauert echt lange. Okay. Gut, dann können wir das gleich mal bauen. So, dann kommen wir nämlich hier. Eins, nee. Einmal, zweimal, dreimal. So. Kommt hier ein Befülle... Flüssiggasfass. Und dann kommt hier ein Befülle Leichtölfass und hier ein Befülle Schwerölfass. So, den Befüllstutzen müssen wir umdrehen. Genau. Ist ein bisschen problematisch, weil man da dann natürlich nicht mehr reinlaufen kann. Aber naja, gut, so schlimm ist das jetzt nicht. So, dann einmal ein bisschen Strom, damit wir Strom haben. Sieht grauenhaft aus, aber... Wie gesagt, Designwettbewerb werde ich hier sowieso keinen gewinnen. So, dann hier die Fassproduktion, das ist schön. Dann einmal, Moment, das machen wir so. Da rein, da rein, da rein. Weil die Fässer natürlich auch rein müssen. Und die vollen Fässer müssen wir dann mit den langen Greifarm wieder rauspacken. So. Und da würde ich sagen, die Eisenplatten, die kommen da unten hin. Die Stahlträger meinte ich. Sofern wir da dann irgendwann mal sind, soweit. So. Strom, Strom, Strom und Strom. Und Strom. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, oder die Schwierigkeit ist jetzt, wie kriege ich die gelagert, die Fässer. Weil ich brauche nämlich nicht immer alle so automatisierte Schienenverkehr.
brauchen wir noch nicht. Tore, ja, die könnten wir mal bauen, aber ich will eigentlich jetzt hier Beton bauen. So, hier nochmal einen Tunnel. Und dann hier auch nochmal einen Tunnel. Wobei, nee, das machen wir anders. Machen wir hier so. So. Gut. Okay. So, dann sollte das zumindest schon mal irgendwie funktionieren. Aber wir haben halt immer noch das Problem mit den Lagern. Moment, wir machen das jetzt hier ein bisschen, damit wir da genügend Platz haben. Jetzt fahre ich schon wieder so weit hoch, das wollte ich ja gar nicht. Und zwar wollte ich hier dann einfach... Ich brauche mehr von denen. Nein, ich habe keine Kupferplatten mehr, verdammt. Merkt ihr, das geht richtig, richtig schnell. Und vor allem, es kommt viel mehr Leichtöl, also Zeug raus. Und viel weniger Schweröl. So, das Problem ist jetzt nur, was mache ich jetzt mit dir? Ich meine, ich könnte natürlich die jetzt genauso ins Boost-System mit aufnehmen. Ist halt die Frage, sollen wir das machen? Besser wäre es ja irgendwie. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin echt da, wir brauchen dann so viel. Heieiei. Aber andererseits, wie soll ich die sonst hier lagern? Das schaffe ich doch niemals. Moment. 5 von denen. Ja, toll. So. Mal kurz hier den da machen. Damit wir die zumindest einlagern. So, gut, jetzt hätten wir das zumindest geschafft. Oder mache ich wirklich ein eigenes Förderband für die? Also ich kann sie auch nicht alle mischen, das ist ja das nächste Problem, das geht ja auch nicht wirklich. Ich müsste hier jetzt auf jeden Fall einen Raus-Dingens machen. Wobei ich das immer dann ganz gerne so mache, dass wir... Geht sich das dann hier noch aus? Nee, das geht sich dann hier natürlich nicht mehr aus. Ja, das ist doof. Ja, es ist echt ein bisschen blöd gemacht. Okay, also nicht ja bei mir, ich habe das blöd gemacht. So, auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt wirklich das blaue Wissenschaftspaket antun wollen, dann brauchen wir, wie man sieht, sehr viel. Wir brauchen sehr viel. Boah, das wird echt zäh. Also das wird richtig zäh, dass wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, wisst ihr was, Leute? Es ist einfach einfacher, wenn wir jetzt für die auch ein Bussystem machen. Auch wenn es ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt. Und ich werde jetzt hier diesen Steinförderer, den packen wir hier jetzt mal weg, weil der geht mir hier eigentlich gehörig im Weg. Weil ich sag mal so, die Fässer, das ist irgendwie schon ein bisschen Grundmittel. Ich meine, ich könnte... Nee, hilft mir Öl in die Fässer zu packen? Nee, weil es kommen hier immer alle drei raus. Ich muss die ja irgendwie abtransportieren. Und komm, wir machen jetzt einfach ein eigenes Bussystem für die. Ein eigenes Bussystem für die. Ja, ihr habt richtig gehört. 3, 1, 2, 3, zack. Und hier so. So. Ein eigenes Bussystem für jedes dieser Fässer. Könnte sie natürlich alle auf eines zusammen. Ich würde sagen, komm, ganz am Anfang, wir machen das jetzt ganz am Anfang ganz easy. Wir packen die alle auf dasselbe Band und wir müssen dann einfach mit filternde Greifarme arbeiten. Das Problem ist dann eben nur, nee, ich darf die nicht alle auf dasselbe Band packen, weil die sich dann gegenseitig im Weg stehen, ja. Aber bin ich froh, wenn Logistiksysteme verfügbar sind. Das dauert aber noch ein bisschen. So, nein, falsch. So, wir machen zuerst mal ein kleines Band. Oh, ein kleines Band, damit wir nur mal ein bisschen Dingens haben, ja. Ein bisschen Lagerkapazität haben. Oh.
Ja, irgendwie, es ist irgendwie ein Grundmittel. Also das ist schon okay so. Und einmal da unten leere Fässer. Ja, also ganz aufs Erste kommen leere Fässer. So, das wird ein bisschen wild, aber ist egal. Und irgendwie ist jetzt blöd, dass wir hier jetzt den Stein nach wie vor noch nicht abgebaut haben. Aber gut, was willst du machen? So, also eigentlich ist diese leere Fassding da eh schon wieder ein bisschen doof gemacht. Ich fahre jetzt einfach da oben drüber. Aber wir brauchen da richtig viel von denen dann. So, wieder ein paar Platten mitgenommen. Was, nur 4? Alter. Eigentlich, wenn ich gleich Zahnräder... Wir hätten hier eh noch so viel Zahnräder. Komm, ich klaue mir hier mal ein paar Zahnräder. Hui, sehr schön. Ein paar Zahnräder geklaut. Gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das könnten wir hier auch klauen. Weil im Endeffekt müssen wir da jetzt einfach, oder mache ich das jetzt so? Boah, ich bin voll unentschlossen. Ich bin richtig unentschlossen. Wie soll ich die Dinge jetzt da irgendwo rüberbringen zum Kunststoff? Nee, ich brauche die erst. Das sind Rohmaterialien. Es hilft alles nichts. Das sind Rohmaterialien. Mehr oder weniger. Ich muss die so handeln. Das hilft nichts. Lassen wir so. Ja. So, aber das bedeutet auch, dass wir in Wirklichkeit, wir müssen 3 zurückbauen. Ich will das irgendwann ja auch mal abernten da. Also wir brauchen 3 Linien zurück. Und eine Linie hin. So. Weil die Linie hin ist für die leeren Fässer. Weil die werden wir nicht da produzieren, sondern die leeren Fässer sind in der Queue. Bedeutet, die Linie hin kommt da. Also sind wir dann natürlich wieder zu nahe. Nö, geht sich sogar genau aus. Okay. Und die Linien zurück. Haben wir einmal da. Also wäre einmal diese da. So, jetzt können wir das Ding gleich mal... Oh. Müssen wir einfach umdrehen. So, gut. Das ist Linie 1. Sehr schön. Warten wir, bis das komplett ausgeleert ist. So, und dann können wir da eigentlich... Müssen wir da dann wieder so ein Ding machen. Ich denke, da reicht ein einfaches... aus Output-Ding. Ja, das ist alles nicht schön. Das machen wir alles irgendwann mal schön. Sage ich irgendwie bei jedem zweiten Ding, was ich baue. Ja, so schön ist es nicht. Irgendwann machen wir das schon schön. Ach Gott, da müssen wir... Toll, jetzt wird es hier wieder dunkel. Nein, nicht dunkel werden. Ich sehe doch nichts mehr. Müssen wir hier wieder so eine Lampe hinbauen. Tada! So, und da fehlt Strom. Und auf dem Fassband fehlen noch Fässer, die wir jetzt doch hier machen werden. Auf dem Fassband fehlen noch Fässer, ja, doch, ist grammatikalisch richtig, ich bin schon komplett, es ist zu anstrengend für mich, ich muss hier einfach zu viel denken, irgendwie, ich check's nicht. So. Geht sich das jetzt hier aus? Ja, das könnte sich hier gut ausgehen, also mehr oder weniger gut. Ja, komm, Fässer. Fässer bauen, zack. Einmal rein, einmal raus und raus. Die gehen dann hier rüber und hier durch. Und da dann irgendwie nach oben. Da müssen wir... Ach Gott, jetzt steht uns das natürlich wieder im Weg. Sehe klar. So. Und da hoch. Also merkt ihr, die Tunnel, die werden echt ein bisschen... Ja, da brauchen wir viel von denen. So. Also gut, dann bitte Fässer bauen. Ja? Sieht gut aus. Okay. Ja, wunderbar. Und dann können wir nämlich die leeren Fässer auch... gut hier gebrauchen. Und da müssen wir aber eine Sicherheit müssen wir noch einbauen. Und zwar, das baue ich immer ganz gerne ein. Da brauchen wir jetzt doch ein kleines, aber feines Signalnetz. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen.
Und zwar sieht das so aus, dass ich immer sage, weil ich kann ja jetzt sagen, okay, wenn dieses Band voll ist, dann soll der hier nichts mehr rauspacken. Also falls das Band wirklich ganz voll ist, dass wir nicht unendlich Fässer machen, weil das wäre echt doof. Weil irgendwann haben wir zu viele Fässer. Also ich mache hier ein Signalband ran an. Geht sich das aus? Bis hierher geht er nicht. Nein. An diesen Masten. Es ist zu weit. Okay. Dann hier. Ist auch zu weit. Verdammt. Ich muss natürlich die Längen beachten, ist klar. Oh, cool, ich kann Beton machen. Dann machen wir jetzt nee, Granatschaden 1 hilft mir nichts. Hilfe. Komm, machen wir alles, was unter 100 ist, hier automatisierter Schienenverkehr, auch wenn wir noch lange keine Schienen haben. Wir forschen zu schnell, habe ich das Gefühl. So, ich brauche mehr Kabel. Gut, also wir machen hier auf hier und auf hier. Geht sich das aus? Ja, wunderbar. So, und jetzt kann ich nämlich sagen, dieser schnelle Greifarm sollte nur aktiviert sein, wenn der Zustand Fass kleiner als, wo sind die Fässer? Da. Wenn der Zustand Fass kleiner als 1 ist, sage ich jetzt mal. Festlegen. So. Oder machen wir kleiner als 2. Das bedeutet, dass der Greifarm nur dann arbeiten darf, wenn hier. So, man sieht ja, achso, da muss ich noch Gegenstand auf Fließband und das machen wir weg. Aktivieren, deaktivieren machen wir weg. So, Gegenstände und wir machen hier halten. So, das bedeutet, er liest die Gegenstände am Fließband aus, ja, und sobald. Und er hält die, solange die auf dem Fließband liegen, also auf diesen einen Teil. Ja. So, man sieht hier, wenn man hier jetzt drauf bleibt, sieht man hier dann rechts, in dem Fenster rechts sollte man das kurz aufflackern sehen. Na gut, der saugt jetzt hier die Fässer gleich raus. Ich will das kurz demonstrieren, verdammt. So. Jetzt warten wir mal kurz. Ich habe den jetzt weggetan, damit man es kurz sieht. Also beobachtet hier dann rechts das Fenster. So. Du, 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 du. Okay, ging ganz gut. Vielleicht muss ich hier, ich glaube hier muss ich. Genau, okay, hier ist. Also auf den Masten sieht man es. Da ist jetzt ganz kurz eins aufgeleuchtet. Das bedeutet, dass. Also ein Fass aufgeleuchtet, das bedeutet, dass eins drauf ist. Würden jetzt hier, ja, würden jetzt hier ganz viele Fässer liegen, was ja durchaus schnell passieren kann. Ich merke gerade, ich muss das schon ein bisschen anders, muss ich ja schon bauen hier. Dann kann ich damit steuern, dass nicht unnötig viel Ressourcen verschwendet werden und vor allem auch das Wichtigste, dass das Fließband nicht ganz voll wird. Ja, weil gerade bei Fässern ist das Problem, Fässer müssen ja auch wieder abfließen. Also wenn man jetzt das Zeug, was man hier produziert, ja, das wird ja auch irgendwo verarbeitet und wenn es verarbeitet wird, kommen die leeren Fässer wieder zurück. Das bedeutet, das ist ein Kreislauf, ja. Somit muss man, da muss man echt aufpassen. So, gut, dann können wir hier den da machen. So, dann leeren wir das. Ich glaube aber, es ist besser so, wenn wir das jetzt wirklich so machen, dass die hier wirklich auch auf Fließbänder sind, weil, wie gesagt, das sind Grundprodukte. Genauso wie wir werden das, da kommt was anderes, da kommen Wasserfässer hin. Haben wir jetzt noch keine, aber brauchen wir wahrscheinlich auch bald. Da reservieren wir das für die Wasserfässer. Und dann kommen hier leichte, schwere. Es ist zumindest das ganze Fasszeug. Ich glaube, es macht einen Sinn, dass wir das Fasszeug hier so behandeln. So, ja, komm, forschen wir den schweren Elektromotor mal, ist egal. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis die Gegner hierher kommen und uns das zunichte machen, hier komplett. Das dauert sicher nicht mehr lange. So, also wie gesagt, hier kommt Wasser hin, dann kommen hier. Du, 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 du. Ist hier dann der richtige Platz für diese Fässer. Und ihr merkt schon, das ist jetzt schon ziemlich gut gefüllt. Also, naja, ziemlich gut gefüllt nicht, aber es kann echt schnell gehen. Darum müssen wir da wirklich ein bisschen aufpassen. Nee, was mache ich da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte das eigentlich so machen. So, dann werden die alle schön von einer Seite befüllt. Und warum mache ich jetzt hier diesen Greifarm noch dazu? Das ist auch ganz einfach erklärt, damit das Fließband einfach beidseitig schön befüllt wird. Ja. Weil sonst würde es nur auf einer Seite befüllt werden. Und das wollen wir ja nicht. Das sollte ja beidseitig gut befüllt sein. So.
also damit wir es auch schön ausnutzen. Man könnte natürlich das so machen, dass man auf einem Boost beide verwendet, also beide Arten von Fässer. Das könnte man eigentlich auch machen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so unklug, oder? Nee, komm. Komm, wir klotzen jetzt einfach mal. Es ist nicht so tragisch, wir lassen das jetzt so. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hey, wem stört's? Vor allem platztechnisch haben wir da noch genügend, wir können da noch genügend ausbauen. Das ist auch ganz wichtig. Nur für den Fall, dass wir irgendwann in Zukunft doch mehr wollen. Also mehr Ölraffinerien. Dann haben wir ja noch genügend Kapazitäten zum Ausbauen. So. Jetzt habe ich die ganzen Fässer im Inventar. Das will ich natürlich auch nicht. Die packe ich gleich hier rein. Zack. Also geht nicht. Bitte einmal. Bitte zweimal. So, und bitte hier auch nochmal das da. Gut, wunderbar. Dann hätten wir das doch so halbwegs zu meiner Zufriedenheit erledigt. Das Ding kommt noch weg. Hier. Das brauchen wir nicht mehr, weil die leeren Fässer, wie gesagt, die kommen ja jetzt von unserer Pipeline. Also von unserem Bussystem. Ja, das war jetzt eine schwierige Geburt, aber naja, wir haben es irgendwie doch geschafft. Vor allem, wir haben erst zwei Ölpumpen, aber da können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern, wenn es dann soweit ist. So. Oh, ich habe hier ein Eck vergessen. Jetzt dachte ich mir schon, wo bleiben die Schwerölfässer? Das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen. Ja, das gefällt den Gegnern sicher ganz gut. Also da sind sie jetzt sicherlich, dauert nicht mehr lange, dann sind sie da sicherlich ganz, ganz toll mit dabei. So, und ich würde sagen, das Ding können wir gleich ganz nach vorne bauen. Ich hoffe, ich habe noch genügend Förderbänder, weil, wie gesagt, wir brauchen für die Blauen, brauchen wir erweiterte Schaltkreise, Motoreinheit und elektrische Erzförderer. Man sieht rechts unten, sieht man, was die Basismaterialien sind, die man braucht, wobei das... Ja doch, das sind die Basismaterialien, die man braucht, also 22 Eisen, ja gut, aber das ist auch blöd berechnet. Ich mache jetzt einfach mal, wir gucken hier. Also wir brauchen Kohle und Flüssiggas für Kunststoff. So. Kupferkabel brauchen wir. Wir brauchen einen normalen elektronischen Schaltkreis. Alter, das wird echt, boah, das wird, ich habe Angst. Und hier Eisenzahnräder und Rohre, das wird richtig, richtig arg, ja. Das wird richtig, richtig heftig sogar. Der elektronische Erzförderer alleine braucht... Ach, hey. Also wir brauchen auf jeden Fall Eisenzahnräder, Kupferdrähte brauchen wir en masse. Kupferkabel und Eisenzahnräder. Da kommen wir... Sollen wir mal die... Wir bauen mal die Tore. Und eben, wir brauchen auf jeden Fall auch das Förderband für die leeren Fässer. Schon mal herüben. Weil wenn wir Kupfer machen, wenn wir Plastik machen, müssen wir ja die Schwefelfässer irgendwo ablegen. So, und jetzt sind meine Förderbänder leer. Komm, wir spenden ein paar. Ach ja, schön, hier bastle ich zum Glück die schnellen ganz, ganz toll. Genau, da war ja was. Da können wir hier auf jeden Fall die da auch noch reinpacken. Ach ja, ich ahne Schlimmes, dass das Ganze ziemlich eskalieren wird. Ich sehe das schon kommen. Vor allem das Doofe ist ja, ich möchte da zum Beispiel jetzt ja eigentlich gar nicht drüber bauen. Ja. Da jetzt. Ich möchte das ja eigentlich abernten. Obwohl andererseits, wir haben noch so viele Flecken, wo wir abernten können. Da gibt es natürlich jetzt die diversesten Strategien, wie man das Ganze angehen kann. Ich muss sagen hier, das mit dem Bussystem, das ist zwar aufwendig, aber es ist trotzdem ganz, ganz klug, weil dann hat man wirklich die Basismaterialien, die man braucht, immer vorhanden. Und man kann das natürlich ausdehnen. Wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt zum Beispiel Kupferkabel ins Bussystem geben, geht das natürlich auch, nur man muss halt jedes Mal ein weiteres Förderband bauen. Und das ist halt, das ist ein bisschen das Doofe dran.
Deshalb beschränke ich mich hier zumindest in diesem Let's Play auf die Basiskomponenten im Bussystem, weil das muss reichen. So, ja, ich brauche Entspannung, ich muss ein bisschen ernten, Bäume abhauen. Und spannend wird es ja auch, wenn das erste Mal die Gegner kommen und hier unser Bussystem angreifen. Boah, ich habe echt Angst hier vor. Ich habe hier vor echt ein bisschen Angst. Also das wird wirklich elektronischer Erzförderer. Ich würde sagen, wir fangen... Boah, mit was fangen wir an? Mit den einfachsten Sachen, mit den Eisenzahnrädern. Wie viele Eisenzahnräder brauchen wir? Brauchen wir eigentlich nur für den elektronischen... Nee, für den auch. Also wir brauchen Eisenzahnräder auf jeden Fall mal viele. Ja, ich werde laufend angegriffen da unten. Das ist prinzipiell eh ganz okay. So, ich hack hier mal alles weg, weil dann können wir zumindest schon für die Eisenzahnräder anfangen. Was fehlt mir hier? Ach, Eisenplatten. Das ist okay. So. Da kann ich gleich 10 bauen, weil da brauche ich so viele. Und da muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich das so baue, dass das eben ausbaufähig ist. Weil da bin ich mir nicht sicher, da kann ich am Anfang nicht wirklich gut kalkulieren, wie viel das ich brauche. Also damit das alles halbwegs flüssig läuft, meine ich damit. Ja, das wird echt schwierig. Und ich kann dir das Kupferband eigentlich, während ich hier baue, kann ich das Kupferband auch gleich mal ein bisschen ausbauen. Können wir auch gleich ganz nach drüben fahren. Das brauchen wir auf jeden Fall. So. Also dann hier auf jeden Fall einmal Kupfer, also Zahnräder hier, Eisenzahnräder haben wir gesagt. Oh, ich habe die Tore gebaut, das ist schön. 100, 100, gibt es hier irgendwas Billiges? 100, 100 Module. Ah, Upgrade-Module sind auch so eine Sache, die sind auch nicht schlecht. Oh, 150, ach je, nee, das warten wir nochmal kurz. 200. Luftfahrt. Ah, Luftfahrt ist praktisch, glaube ich. So, Solarenergie können wir auch mal machen. So, da gehen dann eh schon die Dinge an, was ich noch nicht habe. Das bedeutet, ich muss eh... Komm, ich mache hier weiter. Bergbauproduktivität. Ja. So, einmal bitte einen Output. Für Eisen. Platten. So. Vorerst mal so. Achso, passt schon. Geht so auch. Okay. So, dann machen wir hier auf jeden Fall mal 2 Kupfer, also die da, Eisenzahnradfabriken. So, und da fahren wir jetzt ganz, ganz weit nach unten. Wie gesagt, das ist sicherlich so eine Geschichte, die... Ja, da kann es sein, dass wir massiver weiter müssen. Ist das weit genug? Werden wir sehen. Gut, gut, gut. Okay. So. Mir fehlen auch schon wieder von denen ein paar. Und ich sollte auch ein paar Lichter einbauen. Es sei erleuchtet. Wobei ich ja hier, glaube ich, eher sogar die Kupferkabel ja auch noch ein paar brauche, ja. Da braucht man Kupferkabel, da braucht man Kupferkabel. Gut, um Rohr und Stahlträger sollte jetzt kein Problem sein, aber Kupferkabel brauche ich auf jeden Fall auch viele. Also dann einmal hier einen Output machen. Da müssen wir jetzt leider die Lampe wegreißen. Das war genau das, was ich gesagt habe, was mir wahrscheinlich dann ein bisschen zum Verhängnis wird, mit diesen Lampen. Dass ich die nicht schön legen kann, weil ich hier natürlich dann immer... So.
und durch da. Und dann können wir eigentlich da gleich mal schön nach unten sausen. Zack. Und es werde auch wieder Licht da hinten. Sehr gut. Gut, wobei, ja. So dunkel ist es momentan eh nicht. Ich bleibe erstmal bei 2. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass 2 definitiv nicht reichen werden. So. Mir fehlen immer noch, also mir fehlen noch einige dieser blauen Dinger. Ich muss da noch definitiv noch mehr machen. So, Kupferkabel. Ach ja, und strommäßig, wie sieht strommäßig eigentlich aus? 7,1 Megawatt. Was haben wir gesagt? 10 werde ich schaffen. Ja, muss ich, ich glaube strommäßig sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen, baldigst ein bisschen ausbauen. So, zack. Gut, die produzieren zumindest recht schnell. So, okay. Gut, also komponententechnisch. Elektrische Erzförderer, könnten wir den schon bauen? Nee. Alter, was? Wir brauchen da... Ach, ey, wir brauchen dafür auch noch elektronische Schaltkreise. Uiuiui. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes gleich mal die elektronischen Schaltkreise. Was brauchen wir für Elektronen, für die für die grünen elektronischen Schaltkreise? Moment, jetzt habe ich mich... das kapiere ich jetzt nicht. Achso, hier, okay, Eisenzahnrad und Eisenplatte. Für die normalen elektronischen Schaltkreise brauche ich nur Eisenplatte und Kupferkabel. Das bedeutet, das wäre schon mal das Erste, was wir hier machen können. Also wieder hier so ein Exporter. Ich mache immer beidseitige Exporter. Also hier Exportschlangen einfach aus dem Grund, dann können wir nachträglich, wenn es wäre, können wir auch schön upgraden. So, und jetzt müssen wir hier aber gleich wieder mit einer Reihe nach oben gehen. So. Machen wir diesen da. Aber eben nur mit einem Arm, weil ich will, wenn ich die trenne, oder soll ich... Ich glaube, ich baue lieber ein Trenner-Dings ein, oder? Ist, glaube ich, besser, wenn ich hier so ein Teiler-Fließband einbaue. Genau, weil dann teilt er das schön auf. 1:1. So, und dann hier nach unten. Moment, das machen wir anders. Dann machen wir das so. Zack, zack. Und da einmal daran. Und das kommt daran. So. Oh, was? Ein Objekt wird... Oh mein Gott, was, nein, was, wie, warum, was machen die da oben? Verdammt, ich muss Abwehr bauen. Scheiße. Was haben die mir einfach... Die können mir doch nicht einfach ihr Sachen zerstören. Ihr Schweine! Ja, das ist toll. Wenn wir die einfach Sachen zerstören. Ach, guck dir das an. Guck dir das an! Wo ist noch was zerstört worden? Ja, nur da oben. Okay. Kurz reparieren. Hallo? Würdest du das... Achso, das ist das da oben. Ich trottel. Gut, okay. Ich wollte das eigentlich nicht, aber offensichtlich müssen wir hier gleich wieder ein bisschen mehr Krieg führen. Ich verstehe es ja, ja, dass euch das zu viel Technologie ist. Ihr komischen Viecher, aber ich kann es ja auch nicht ändern. So. Ich muss das machen, sonst komme ich nicht voran. Ich will ja hier auch wieder weg. Ich will gleich wie ihr, will ich einfach meine Ruhe haben, ja? Aber ihr wollt das offensichtlich nicht dulden. Wo kamen die eigentlich her? Das ist jetzt beunruhigend. So, genauso wie hier. Das ist auch beunruhigend, wenn ich hier einfach nur... So. Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. So, gut, okay. So, ja, muss ich dann bald mal einmauern, wie es aussieht. Wie es aussieht, haben die echt keine Freude mit mir. So, wo sind wir jetzt? Genau, ich war hier, weil ich muss hier natürlich den da machen.
Nämlich für, was machen wir hier jetzt Schönes? Wer weiß es? Na? Natürlich, für grüne Schaltkreise. Ja, wunderbar. So, gut, einmal diesen da und schon haben wir zwei grüne Schaltkreisfabriken. Und wir sollten hier ein bisschen Licht machen auch. So, nämlich grüne Schaltkreise brauchen wir auch nicht direkt da, sondern nur hierfür. Nein, nicht mal hierfür, sondern hierfür und für die elektronische. Also wir müssen auf jeden Fall das auch wieder nach unten transportieren. So. Gut so. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall abschließend ganz kurz nochmal ein bisschen meine Munition aufstocken. Also das mit dem Blauen, und vor allem mit dem Blauen, das ist noch gar nicht das Schlimmste. Das wird ja noch viel, viel schlimmer. Ja, wir haben ja andere Wissenschaftspakete auch noch zu erforschen. So, komm, wir nehmen hier ein bisschen was von dem mit. Und warum habe ich so viel Kohle eigentlich? Ich will nicht so viel Kohle mithaben. Wobei, Kohle ist mir ja noch mehr egal. Stein nervt mich. Weg damit. Oh, Bergbauproduktivität 1 erforscht. So, Zugsignale machen wir auch noch. Brauchen wir zwar auch noch lange nicht, aber wir erforschen es einfach mal alles. So. Und dann runter zu unserem lustigen Lager da unten. Also nicht zum lustigen Lager, sondern hier. Warum habe ich hier eigentlich die Mauer so weit hochgesetzt? Ja, das müssen wir auch nochmal umbauen. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier Munition nachfüllen. Zwar hauptsächlich da unten. Genau, weil der, glaube ich, ist recht, ja, der ist recht am Werken. Komm, 199, 200, ja. 171, 200, ja komm. Wir packen 200 rein. So, hier auch noch, gut. Alter. Die sind schon ein bisschen doof, die Monster, oder? Dass mir die immer wieder reinlaufen. Was ist hier los? Die haben mir die... Oh mein Gott, die haben mir die Wand kaputt gehauen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ihr verdammten Monster. So, gut, okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass das ein bisschen schwierig wird. Gut, also wir haben die Basisprodukte, haben wir jetzt. Das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich den machen. Oder haben wir die Basisprodukte? Okay, jetzt greifen sie da hinten an. Nein! Oder? Die Basisprodukte haben wir jetzt für die... Boah, das ist... erweiterter Schaltkreis, Motor, eine elektronische Erzförderer. Für den elektronischen Erzförderer... Ja, haben wir. Das Ding... Nee, Kunststoffstangen fehlen auch noch. Genau, Kunststoffstangen, das wird jetzt ein Spaß. Weil um Kunststoff zu machen, brauchen wir Kohle und Flüssiggas. Ja. So. Und für Kohle und Flüssiggas müssen wir dann natürlich die Kohle-Lane weiterziehen und die Flüssiggas-Lane auch weiterziehen. So. Und die Flüssiggas auch. Da, und leere Fässer können wir eigentlich auch gleich weiterziehen, weil die brauchen wir genauso. Klopf, 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 klopf. Weg damit. Mit diesem Stein hier. Ach, geben mir Steine auch noch im Weg. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, die Monsterangriffe werden schon langsam echt ein bisschen nervig. Ich glaube, ich muss mich demnächst ja echt vielleicht ein bisschen mehr mit Basisverteidigung beschäftigen. Und nicht mit Forschung. Also ich glaube, wenn ich jetzt die grünen Forschungsdinger habe, dann... Oh, das macht keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt die grünen Forschungsdinger habe, dann bin ich eh schon relativ gut unterwegs, behaupte ich mal. Dann bin ich echt schon gut unterwegs, dann, ja, glaube ich, können wir dann uns echt um andere Dinge kümmern. Vorerst mal. Klopf, 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 klopf. So.
Gut. Zum Glück brauchen ja die Förderbänder keine Energie, sonst wäre ich hoffnungslos verloren mit meinem Design, aber nee, brauchen sie ja nicht. Oder sollen wir die... Ach, weißt du was, die Kunststoffdinger, die machen wir jetzt noch schnell. Also wir brauchen hier... Um Kunststoff zu machen, brauchen wir... Achso, wir brauchen da eine Chemiefabrik, sehe ich da gerade. Das ist ja spannend. Mit Flüssiggas. Oh, jetzt müssen wir wieder irgendwas forschen. Forschungsgeschwindigkeit 2. Nee. Machen wir hier... Ach komm, die Staplergreifarme machen wir jetzt mal. So. Also dazu brauchen wir auf jeden Fall eine dieser Hütten. Und das machen wir dann so... Es wird jetzt spannend, wobei, nee, wird eigentlich nicht so spannend. Also wir müssen einfach einmal einen nach unten und einen nach oben machen. So, nämlich da nach unten. Wir müssen immer damit rechnen, dass die andere Lane ja da noch rüberkommt. So, jetzt haben wir das natürlich genau um einen verkehrt gemacht. Nee, so. So, zack. Zack, zack. Und zack, zack. So, und das wieder nach oben. Und da rein. So. Nein, so. Und rein da. Gut. Weil wir machen hier eine Fässerentleerung. Und einmal eine Fässerbefüllung. Das bedeutet, wir brauchen hier, aber da reicht wieder ein einzelner. Definitiv. Ich habe schon wieder keine Alter. Mach blaue Greifarme. Da könnte ich eigentlich auch. Das könnte ich eigentlich auch automatisieren, weil von denen brauche ich irgendwie auch immer Tausende. Wobei ich möchte Greifarme irgendwie nicht automatisieren. Ich weiß nicht warum. Da habe ich. Irgendwie habe ich ein Problem mit. So, okay. Und zwar, wie gesagt, wir bauen da eine blaue Box hin. Und diese blaue Box, das sagen wir, Flüssiggas entleeren. Weil Flüssiggas brauchen wir hier. So. Also einmal Flüssiggas rein und die leeren Fässer raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben, wie gesagt, hier ein Band auch für leere Fässer haben, weil sonst wird das nichts. So, und eine machen wir zwei Chemiefabriken, Entschuldigung. Wie sagt ihr da eigentlich, Chemie oder Chemie? Das ist eine gute Frage, weil irgendwie bei uns in Österreich, behaupte ich jetzt mal, da sagt man Chemie und nicht Chemie, ja? Weil da läuft sogar im Kino so ein Werbespot mehr oder weniger für Chemie oder Chemie, keine Ahnung. Und da sagen sie auch Chemie und nicht Chemie. Und deshalb, ja, heißt das für mich Chemie. So, einmal die Kohle rauspumpen hier. Müssen wir gucken, wie wir das gut hinbekommen. Weil die zwei Chemiefabriken... Obwohl, es würde eigentlich eine reichen. Ich glaube, es reicht eine. Naja, gut, wir können eh nach wie vor noch... Wie machen wir denn das blöd? Eigentlich müsste das, richtigerweise muss das hinten hin. Aber ich will nicht so viel Platz... Nee, ich will nicht so viel Platz verschwenden. Moment. Jetzt gucken wir mal, wie würde sich das so minimummäßig ausgehen. Rohre bitte. Oh, ich schon wieder keine Rohre mehr. So, wenn ich da jetzt darüber fahre... So, und da dann jetzt so. Ja, es müsste sicher dann gut ausgehen. So. Und zwar machen wir hier Kunststoffstangen. So, und das bedeutet einmal hier rein ein Pinöpel. Und einmal da rein ein Pinöpel. Das hauen wir weg. Und einmal... Was, ich habe schon wieder... Ach nö, ich habe schon wieder keine Greifarme mehr. Boah, ich müsste mir echt überlegen, die Greifarme zu automatisieren. Das müsste ich mir echt überlegen. So, und rüber da. Und einmal... Achso, ich muss die natürlich auch bauen. Dauert eh nur 100 Jahre. Ist nicht so tragisch. So, und da bitte auch noch einmal diese Plastikstangen. Aber die Plastikdinger brauchen wir nur für den, oder? Ja.
Das bedeutet, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wirklich nach unten fahren, sondern da machen wir ein Rondell. So. Nämlich so. Ach, guck mal, da kommt ja ein Freund. Was ist jetzt toll, jetzt kommen die hier auch schon. Na super. Ja, dann muss ich hier wohl auch bald Bunkern anfangen. So. Haben wir jetzt hier die... Da sind sie. Gut, viel sind es nicht. Oh, ich da jetzt schon wieder so wenig gebaut. Ich brauche da mehr. Viel mehr. Und ich glaube, ich muss jetzt auch dann gleich mal wieder Strom gucken. So, gut, jetzt haben wir die Kunststoffstangen auch und... Ja. Ich glaube, aber Leute, für heute reicht's. Ja, wir haben wieder lange gemacht. Wir haben ein paar Minuten sogar überzogen. Das ist ein Wahnsinn, dass ich hier immer so viel überziehe. Ja, aber auf jeden Fall, ich denke, für heute reicht's. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn's wieder heißt Let's Play Factorio. Ja, hier in der Nahaufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.